So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Meister Detective Pikachu. Hier im, ja, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal hier im Moor. Denn ich weiß jetzt nicht so genau, wo wir jetzt Elsak hier sind. Wir sind Elsak hier auf dem geheimen Weg in Richtung, naja, See, wo Elsak die mysteriösen Augen da sind. Obwohl, so mysteriös sind die nicht mehr, weil ich weiß jetzt, Elsak, was für Augen das hier sind. Es sind die... sieh mal an. Barschwa kann Elsak gut springen. Also, es sind, Elsak, die Augen beziehungsweise die Flügel, wenn mich nicht alles täuscht, von Maske Regen. Es müsste wirklich Maske Regen sein. Die Form, die Bewegung, ja, auch weil das Ganze hier, Elsak, sowieso was mit Pokémon ja sowieso zu tun hat. Dann hier diese mysteriöse Statue. Warte. Es ist aber noch ein bisschen... Ja, blaue Farbe. Wie Pikachu da auch erkennen konnte, blaue Farbe ist hier zu erkennen. Und Maskeregen sind ja blau. Aber einfach jetzt, Elsak, geradeaus zu laufen. In Richtung der Augen hier. Der Maskeregen. Könnte vielleicht falsch sein. Denn wir müssen ja sowieso den geheimen Weg durch ein Rätsel ja lösen. Naja, den geheimen Weg ja sowieso nicht durch ein Rätsel lösen. Wir sind hier ja schon auf dem geheimen Weg. Aber um zum See zu gelangen, müssen wir ein Rätsel lösen. Und das Rätsel lautete folgendermaßen. Warte mal. So, wartet. Hey. Wurde früher als am See... Warte. Wurde früher als am See noch ein Fest veranstaltet wurde, vom Dorfältesten an die Kinder gegeben. Enthält Informationen zum Geheimweg. Ja, da sieht man, Elsak, ja auch, ja, paar verschiedene Monde, verschiedene Farben. Auch wenn der letzte Mond da auf der Liste, also auf der Schriftrolle, für mich eher aussieht wie ein, naja, wie eine Mondfinsternis, anstatt ein Vollmond. Soll das, Elsak? Tja, ein Vollmond darstellen, anstatt eine Mondfinsternis. Aber was es das Ganze auf sich hat, weiß ich, Elsak, noch nicht. Ja, weiß ich leider nicht. Ich hatte ja, sag, auch ein paar Notizen gehabt. Blau bemalt, grün bemalt. Naja, aufgrund des grünen Bemalung bei der Tropio-Statue würde ich ja, sag, meinen, dass wir zuerst dorthin müssen. Tja, dann blau. Blau könnte das letzte sein. Und braun, ja, könnte das zweite sein. Naja, wir wollen das auf jeden Fall jetzt mal, naja, versuchen. Aber jetzt erstmal der obere Absatz des Textes des Rätsels. Wer den See zu erreichen sucht, möge dem Licht des Mondes folgen und sich den drei Prüfungen stellen. Die drei Farben in der Schriftrolle, grün, rosa, blau. Die drei Mondzeichnungen in der Schriftrolle, Vollmond, Halbmond, angeblich Neumond. Angeblich gibt es, achso, das mit dem Geheimweg haben wir schon gefunden. Zeugenaussagen, Obersatz, Unterersatz. Das Licht des Vollmonds erhellt die Nacht deines Aufbruchs. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Der Anblick des geteilten Mondes wird dir das Geheimnis des Sees offenbaren. Tja, mit dem letzten Satz da. Der Anblick des geteilten Mondes wird dir das Geheimnis des Sees offenbaren. Damit könnte vielleicht die Augen, die Flügel von Maske Regen vielleicht gemeint sein. Sind ja geteilt. Aber ich will jetzt, Elsak, nicht mehr lange schnacken. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg der Tropios-Statue. Denn ich höre jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das ist doch keine schlechte Idee. So. Hey, wir haben doch noch gar nicht das Rätsel gelöst. Ohne den richtigen Weg zu kennen, verlaufen wir uns in dem Nebel nur. Ah, verdammt nochmal, wir können überhaupt nicht richtig hier längs gehen. Wie wär's denn hiermit? Okay, wir müssen also wirklich erstmal das Rätsel lösen. Okay. Ermittlungsakte öffnen. Welcher Weg ist der richtige? Ach so, so müssen wir es also machen. We've checked all three statues. Tell me, does the scroll mean anything to you? Oh, wenn das Elsak so ist, dann müssen wir... Welcher Weg ist der richtige? Wenn das Elsak so ist, dann gehe ich Elsak gleich mal auf meine Maske-Regen-Theorie rüber. Ja, ja. So, wo ist das? Die drei Farben in der Schriftrolle, die drei Mondzeichen in der Schriftrolle.
Das Rätsel in der Schriftrolle. Ja, ich bin mir jetzt total unsicher, was ich jetzt hier nehmen muss. Das Rätsel in der Schriftrolle, die Farben. Ja, die Farben könnten einen Zusammenhang haben. Und dann, nicht alle Statuen entsprechen der Originalgröße der Pokémon. Die Statuen haben die gleiche Farbe wie die echten Pokémon. Die Statuen haben die gleichen Farben wie die echten Pokémon, aber dann kann's... Warte mal. Oh, das ist ja richtig? Of course, the colors. One of the pictures that's on the scroll has a background the same color as a statue. Mann, was bin ich doch gut im Raten. The statue that has the same color as on the scroll. Ja, ich bin wirklich gut im Raten, muss ich sagen. According to the scroll, there are three trials. The question is, which color do we choose? The scroll should have clues for us. So go ahead and check in your case list. Okay. Okay. Auf welchen Textteil bezieht sich die Farbe Blau? Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Warte, das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Könnte es sein? Nein. Warte. Der Anblick des geteilten Mondes wird dir das Geheimnis des Sees offenbaren. Der geteilte Mond, ich gehe ja davon aus, dass es Maske Regen gemeint ist. So. Dann sag hier, warte mal. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Ja. Mach, was soll's. Mehr als verkehrt können wir das Ganze nicht machen. Okay. Mehr als verkehrt können wir das Ganze doch machen. Something seems a little off. Read the scroll carefully and then go from there. Go ahead and check your case list. Ja, schon gut. Warte mal. Wir können das aber, glaube ich, auch so lösen. So. Warte, vielleicht er sagt auch so. Oder vielleicht hat ja... Warte. Auch hoppla. Something seems a little off. Okay, das müssten wir doch jetzt eigentlich mal überspringen können, sein Gesabbel. Go ahead and check your case list. Welcher Weg ist der richtige? Das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Vielleicht machen wir es mal anders. So. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Warte, vielleicht ist es auch komplett anders gemeint. So. So. Okay, wir müssen die Anhaltspunkte mal kurz uns angucken. Something seems a little off. Read the scroll carefully and then go from there. Go ahead and check your case list. Okay, wir gehen noch mal kurz die Anhaltspunkte durch. Die Anhaltspunkte. Fest am See. Ein Fest, das früher auf Capucci Island stattfand. Teilnehmer mussten sich über einen Geheimweg zum See begeben. Das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Durch die Dunkelheit. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Der Anblick des geteilten Mondes wird dir das Geheimnis des Sees offenbaren. Wer den See zu erreichen sucht, möge dem Licht des Mondes folgen und sich den drei Prüfungen stellen. Warte. Merkmal der Statuen. Sie entsprechen nicht der realen Größe. Sie wurden bemalt. Vielleicht ist aber auch die Farbe komplett falsch. Könnte ja auch sein. Okay, was wissen wir noch? Flunschlick. Dank ihrer braunen Farbe können sie sich gut im Schlamm verstecken. Wenn man sie versehentlich berührt, kann man einen Stromschlag verpasst bekommen. Ja, verpasst bekommen. Okay, können sich gut im Schlamm verstecken. Okay, können sich gut im Schlamm verstecken. Spaziert gerne in der Nähe von Mr. Walls Haus herum, hat grüne Blätter auf den Rücken, mit denen es fliegen kann. Okay, versuchen wir das Ganze jetzt nochmal kurz. Nochmal.
According to the scroll, there are three trials. The question is, which color do we choose? The scroll should have clues for us. So go ahead and check in your case list. Okay. Also gut. Bezieht sich auf die Farbe grün. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Okay. Das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Der Anblick des geteilten Mondes wird das Geheimnis des Sees offenbaren. Ah. Das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Okay, das war mal wieder ein Hoppla. Something seems a little off. Read the scroll carefully and then go from there. Go ahead and check in your case list. Also gut, vielleicht müssen wir es doch ein bisschen anders machen. Wir gehen jetzt einfach mal so normal durch die Farben. Auch falsch. Ah, verdammt nochmal, das dauert jetzt zu lange für mich. Read the scroll carefully and then go from there. Go ahead and check your case list. Aber ich finde da beim besten Willen keine so guten Anhaltspunkte. Ah. Mal sehen. Worüber möchtest du mehr wissen? Tropios. Tropios leben für gewöhnlich in warmen Klimaregionen. Manchmal taucht eins in Mr. Walls Garten auf und sucht dort nach Futter. Ich war ziemlich überrascht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Seine großen grünen Blätter sehen aus wie Flügel. Ah. Ja. I'll gather testimony from the other Pokémon. Ja, mal sehen. Schwarr! Okay, Barschwarr kann uns Elsa jetzt nicht weiterhelfen. Das ist eine Statue von Tropios. Die grünen Blätter auf dem Rücken sind sehr realistisch. Stimmt, als hätte man ein echtes Tropios geschrumpft und hier hingestellt. Ah, das bringt mir es. Nee, das bringt mir Elsa nicht die erwünschten Informationen ein. Und durch die verdammte Schriftrolle komme ich Elsa auch nicht zu einem großartigen Nenner. Des Ganzen. Ich schätze mal, wir sollten einfach mal Tropios nochmal befragen. Tro! Nein, wir können Elsa Tropios nicht befragen. Ah. Okay, da auch nicht. Sie vielleicht? Wie kann ich dir helfen? Auch nicht. Puffy! Auch nicht. Ah, das... Wartet mal. Was ist das hier? Auf der Fahne ist ein O-Symbol. Wartet mal, Vollmond. Das ist Vollmond. Vollmond wie Tropios. Ha. Könnte das vielleicht, er sagt schon, der Hinweis sein, den ich brauche? Pico! Nein, das bringt mir auch nichts weiter. Auf der Fahne ist ein Viereck-Symbol. Ein X-Symbol? Das Ganze bringt mir wirklich nicht die erhofften Informationen ein. Mal sehen, was ist hier? Ah, komm schon. Das ist eine Karte von Capucci Island. Ha, die Insel ist größer als erwartet. Mal sehen. Ich komme euch helfen, sobald ich den Chef über unsere Ankunft verständigt habe. Okay. Das ist auch mein erster Besuch dieser Insel. Ich wusste gar nicht, wie schön es hier ist. Ah, das bringt uns auch nicht sehr weiter. Das bringt uns beim besten Willen nicht weiter. Aber diese Fahnen müssen eine Bedeutung doch haben. Der Geheimweg. Marie! Nein, ich glaube nicht, dass sie sich unter Wasser befindet. Menschen können sich unter Wasser nicht allzu lange aufhalten, weißt du? Okay, dann fragen wir sie nochmal. Was gibt's? Nein, die Vorfälle im Nebel auch. Okay, da ist ein Dreieck. Da ist ein X. Okay, Dreieck, X, Viereck. Also beim besten Willen, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Wie man so schön sagt. Diese Episode könnte vielleicht auch ein bisschen länger werden.
Das ist nicht allzu gut, muss ich sagen. Ganz und gar nicht. Richtige Anhaltsstatue? Anhaltspunkte kriege ich ja auch nicht. Sie entsprechen nicht der realen Größe, sie wurden bemalt. Wer weiß nur, ob das so die richtigen Farben sind. Braun bemalt. Blau bemalt. Kleiner als das echte Pokémon. Grün bemalt. Das hilft mir, er sagt nicht so viel weiter. Denk mal, im Dorfzentrum, 3 Schuppen sind darauf eingraviert. Das hilft mir wirklich alles nichts. Schriftrolle. Nee, das hilft mir wirklich nicht. Nee, das hilft mir nicht. Nein, Unterabsatz, 3 Farben. Vollmond, Halbmond, Neumond. Das hilft mir überhaupt nicht. Den Licht des Mondes folgen und sich den 3 Prüfungen stellen. Das hilft mir überhaupt nicht. Unterer Absatz. Und du wirst dein Ziel, das Licht des Vollmonds erhält die Nacht deines Aufbruchs. Schreite fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Der Anblick des geteilten Mondes wird dir das Geheimnis des Sees offenbaren. Ja, wie schon gesagt, das bringt mir nichts. Schwer zu sagen. Okay, wir versuchen es. Warte mal. Okay, das ist die Karte von Capucci Island. Bringt uns nicht so viel weiter. Noch ein bisschen blaue Farbe zu gern. Schwer zu sagen. Verdammt nochmal. Das bringt alles nichts. According to the scroll, there are 3 trials. The question is, which color do we choose? The scroll should have clues for us. So go ahead. Beim besten Willen keine so guten Hinweise. Weiter fort durch die Dunkelheit und du wirst dein Ziel erreichen. Nein. Das war's auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt, hier Großartiges tun kann, ist, jetzt die Farbvariation mal ein bisschen zu variieren. Also gut. So. Hey! Da habe ich jetzt gut geraten! If we put the moons in the same order as on the scroll, you'll get full moon, new moon, and half moon. And their background colors are green, blue, and then pink. Now we know which path we need to take. We'll start with green. Wirklich? Does that make sense to you? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß wirklich nicht so genau, welchen Weg gemeint ist. Für welchen Weg steht die Farbe grün? Ja, für Tropius denke ich überhaupt nicht. Ich denke, er sagt wirklich für den hier. Was? No, that's not right. Dann der Flunschlickweg? No, that's not right. Wirklich der Tropiusweg? Alright, Tropius is a green one. That means we take the path with Tropius's statue. Okay. Dann nehmen wir den Tropiusweg. Gott, 19 Minuten haben. Sure, this is the right way? I think so. I'm not worried. I'll solve the puzzles and breeze through the maze. Pikachu, Flunschlick. Berühren auf eigene Gefahr. Ja, das stimmt. Pikachu, get out of there. Weiche den Stromstößen von Flunschlick aus. Ja, jetzt kommt endlich mal wieder Action drauf. Yeah!
Verdammt! Sorry! Shocking experience. Sorry, Kumpel. Gut, dass dir nichts passiert ist, Pikachu. Ha, als könnten mir Flunschlicks mickriger Stromschläge etwas anhaben. Hey, Tim, hier teilt sich der Weg schon wieder. Sehen wir in der Schriftrolle nach, welche die zweite Farbe ist. Oh Gott. Nee. Plun! Wow, und wieder ein Stromschlag. Will ich mir das nur ein oder grinst es über das ganze Gesicht? Irgendwie unheimlich. Wow. Plun! In letzter Zeit sausen immer wieder Pokémon hier vorbei, die vom See ins Dorf flüchten. Da haben die Flunschlick wohl nie ihre Ruhe. Ja, aber ich gehe mal... Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist die Statue eines Praktibalk. Sie ist ganz verblichen. Die Originalfarbe müssen wir auf andere Weise herausfinden. Oh nein, nicht schon wieder. Die Farbe ist schon ganz verblichen, aber das müsste die Statue eines Wingard sein. Ach, mit solchen Flügeln wäre ich schneller am See, als du Rätsel sagen kannst. Statue von Wingard. Und das? Ah, oh, die Statue eines Picolente. Die Farbe ist nicht mehr zu erkennen, aber wir haben ja schon mal ein Picolente gesehen. Ah, in der Tat, dann müsste das jetzt der richtige Weg sein. Okay, welcher ist der zweite Weg? Ja, ganz einfach. It looks like the second color is blue, but the statues have lost their color. Which means we'll solve it once we know the color of the original Pokémon. Okay, das ist ganz einfach. Hier haben wir blau, dort haben wir weiß und hier haben wir diese komische Farbe. Perfect. Now we know the original color. Hm. What do you think? Which of these paths should we take? Ganz einfach. Der Entenweg. Right. We'll try the path with Ducklet's statue. Mann, was ist das doch, euer Sack? Wirklich erbärmlich, dass ich, euer Sack, so lange für dieses bescheuerte Rätsel gebraucht habe. Oh Mann. Da schlägt sich jeder Zuschauer hier die Hände über den Kopf. Da bin ich mir sicher. Noch eine Weggabelung. In der Schriftrolle gab es drei Farben. Also ist das bestimmt das letzte Rätsel. Nicht müde werden, Tim. Wir sind kurz vor dem Ziel. Ah, gut. Welcher ist der dritte Weg? Wollen wir doch mal sehen. Was ist das denn? Ein Schalellos. Weich und klebrig. Mhm. Interessant. Schau mal, Pikachu. Ein Schalellos. Scha! Du machst einen ziemlich entspannten Eindruck, Kumpel. Scha! Nanu, es wirkt so fröhlich. Ganz im Gegenteil, es ist wütend, weil seine Freunde verletzt wurden. Ach so, es hat wohl einfach so ein Gesicht, das immer glücklich erscheint. Die Wut sieht man ihm gar nicht an. Ah, ich weiß jetzt, welcher der letzte Weg ist. Ja, die Schalellos-Statue. Schalellos hat, er sagt, zwei Formen. Die blaue ist die männliche Form, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gibt es noch eine rosane Form für die weibliche. Hm? Und da wir ja sowieso die letzte Farbe die rosane Farbe ist, ja, dann weiß ich ja, dass wir die Schalellos, den Schalellos-Weg nehmen müssen. Was ist das für eine Statue? Sie hat viel Farbe verloren, aber man kann gut erkennen, dass sie einen Schellkarain darstellt. Schau, da drüben spaziert gerade eins herum. Wow, echte Schellkarain sind ja riesig. Jo. So ist es, so ist es. Ist das eine Statue von einer Azurmarill? Die Farbe ist schon völlig verblichen. Diese Pokémon-Statuen müssen wohl sehr alt sein. Ja. Aber wir müssen jetzt wirklich kaum richtig ein paar Pokémon befragen. Das hier ist eine Statue von einem Schalellos. Davon treiben sie doch ein paar hier herum. Stimmt, in Wirklichkeit sind sie aber viel kleiner. Aber ich denke mal... Hey Tim, wegen den Schalellos. Ah, was gibt's? Vergleich doch mal die Form der Schalellos hier mit dem Aussehen der Statue. Ah, am Rücken und am Kopf sehen sie anders aus. Aber warum unterscheidet sich die Statue von denen der Schalellos hier? Könnte es sein, dass es verschiedene Formen von Schalellos gibt? Vielleicht weiß Milo etwas darüber. Yo! Läuft's mal schlecht, glaube ich trotzdem ans Gute. Fast geschafft. Bleibt nur noch der letzte Teil des Rätsels. Richtig, es ist nicht mehr weit bis zum See. Wir schaffen das. Okay, Schalellos. Schalellos sind sonderbare Pokémon. Je nach der Qualität des Wassers, in dem sie leben, ändert sich ihre Form und Farbe. Ach, das hatte nichts, er sagt, mit männlich oder weiblich zu tun? Da stand er jetzt auch mal wieder auf dem Schlauch. Aber zum Glück nicht so sehr, wie er sagt, mit dem Rätsel. Wirklich, ist bestimmt interessant, die verschiedenen Schalellos zu vergleichen.
Oh ja, bisher sind zwei Farbvariationen bekannt. Blau und rosa. Ah, Gott. Das Rätsels Lösung. Das Rätsels Lösung jetzt. How could the last color be pink? Did you see a pink Pokémon? We really need to figure this out. Oh doch, das ist jetzt sehr einfach. So, Schallellos. Ups. Oh? So why do you think it's a pink Pokémon? Halt. Warum ist es rosa? Wartet. Je nach Wasserqualität. Was ist der dritte Weg? Früher ein Fest veranstaltet, seit am See Nebel aufgezogen. Warte mal, gibt es viele verletzte Pokémon? Hä? I don't think that's right. You really should check in your case list one more time. Okay, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Gibt's doch nicht, also zuerst die Schallellos-Statue. Oh? So why do you think it's a pink Pokémon? Dann als nächstes kommt die Aussage hier von Milo. Und das letzte muss das sein. Was? I don't think that's right. You really should check in your case list one more time. Hä? Kann es jetzt sein, dass ich irgendwas jetzt übersehen habe? Ja, ich habe, glaube ich, irgendwas übersehen. Wir müssen doch noch ein paar Pokémon befragen. So, tja. Schallellos Form. Schallellos ist so klein und niedlich. Ich könnte ihn den ganzen Tag zusehen. Tja. Ach, ihr hattet also früher eine andere Form? Echt? Wie sie damals wohl ausgesehen haben. Okay. Das müsste jetzt, glaube ich, schon Anhaltspunkt genug... Okay, die Vorfälle im Nebel. Tja. Die Vorfälle machen ihm offenbar Angst, weil wir hier so nah am See sind. Wir müssen den Fall schnellstmöglich lösen, damit hier alle wieder im Frieden leben können. Dafür muss ich erstmal schneller Rätsel lösen können. Sind diese Dinge auf deinem Rücken eigentlich hart oder weich? Das würde mich auch mal interessieren. Mich nicht. Oh, wir dürften sie ruhig mal anfassen? Tja, ein unbeschreibliches Gefühl. Gut, das dürfte jetzt aber genügend gewesen sein. So, welcher ist der dritte Weg? Damit müssten wir die nötigen Informationen gesammelt haben. Die letzte Aussage von Schallellos müsste uns jetzt weiterhelfen. So. Oh? So why do you think it's a pink Pokémon? Na. Okay, irgendwas habe ich vergessen. Seit am Nebel aufgezogen ist, gibt es viele verletzte Pokémon. Früher wurde am See auf Capucci Island ein Fest veranstaltet. So. Hä? I don't think that's right. You really should check in your case list one more time. Was läuft jetzt hier wieder schief? Also ist es Schallellos? Oh? So why do you think it's a pink Pokémon? Dann auf jeden Fall kommt dann er sagt die Aussage von Milo hier. Je nach Wasserqualität ist es entweder blau oder rosa. Aber mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Okay. Je nach Umgebung ändert sich ihre Form. Bisher sind zwei Farbvariationen bekannt, blau und rosa. Sie entsprechen nicht der realen Größe, sie wurden bemalt. Manche haben ihre Farbe verloren, sie wurden vor langer Zeit aufgestellt. Das Statue von Schallellos, größer als echtes, die Farbe ist verblichen, hat eine andere Form als die Schallellos auf dem Geheimweg. Okay. Schwabba! Was ist denn los? Er sagt, es kann den See schon riechen. Weit kann er also nicht mehr sein. Bascha und Milo sind sich irgendwie ähnlich, findest du nicht auch? Ich weiß ja nicht, Milo halte ich für sehr viel verlässlicher. Schwabba! Das mag schon sein, aber beide lieben den See und setzen sich für diejenigen ein, die ihnen wichtig sind. In der Hinsicht sind sie sich sehr ähnlich. Schwabba! Bascha sagt auch, dass sie sich immer auf Milo verlassen kann. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Was gibt's? Der See. Der See ist wirklich wichtig, Ja, ich bin schon immer oft und gerne hierher gekommen und kenne den Ort sehr gut. Außerdem schulde ich einem Pokémon aus diesem See noch was. Was meinst du damit?
Als ich noch klein war, wäre ich mal fast im See ertrunken. Aber ein Pokémon, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, kam mir zu Hilfe. Unglaublich! Ich war schon noch etwas benommen und kann mich deshalb nicht erinnern, wie es aussah. Aber es war kein Traum, das weiß ich. Hier ist der Beweis dafür. Eine schöne Schuppe. Warte mal, eine Schuppe, eine Schönschuppe für ein Milotic. Ist das eine Schuppe? Die hat wirklich eine wunderschöne Farbe. Sollte ich das Pokémon jemals wiedersehen, möchte ich mich bei ihm bedanken. Ah, interessant. Mit dem weißen Blasenmuster auf dem Bauch kann es sich tarnen und Feinde ausrichsen. Es ist also viel gerissener, als ein niedliches Aussehen vermuten lässt. Azumarills Besonderheiten. Schelkerein, aus seinem gelben Panzer sprießen kleine Bäume, die bei Sonnenschein rasch wachsen. Die Beeren an den Bäumen sehen ziemlich lecker aus. Bäume? Ah. Okay, alle Informationen hier gesammelt. Barschwarten wir eben angequasselt. Quatsch. Jetzt mal Schelkerein, hat ein Herz für Erde und Wasser. Und mehr Informationen können wir uns gleich sowieso nicht besorgen, ja. Shell? Wie, du hast nichts von dem ganzen Aufruhr mitbekommen? Schelkerein scheint sich wohl nicht leicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Wann hast du dich denn hier am See niedergelassen? Shell! Du bist dir nicht sicher, aber damals waren noch keine Menschen hier? Du musst ja schon viele Jahre auf dem Buckel haben. Shell! Es sagt, die Gegend habe sich stark verändert, seit auch Menschen hier leben. Im Vergleich zu früher sei jetzt sogar die Wasserqualität völlig anders. Ah, gut, die Wasserqualität. Jetzt haben wir die nötigen Informationen beisammen. Alter Schwede, wenn man mal was schnell machen will, dann macht man hier alles falsch. Gut. Auf jeden Fall, die Prüfung haben wir jetzt gleich abgeschlossen. Alter Schwede, so erstmal Schalellos. Dann müsste jetzt Schelkerein hier sein. Ah ja, Schelkerein ist jetzt dabei. Gut. Auf seinem Nein. So. Und so. Ja. I get it now. Schellos' color changes depending on the water quality, right? When this statue was made, the water quality here must have been different. That's why it was a pink Schellos. Ja. Now we know the colors. Which path do you think we should take? Fragst du mich das wirklich jetzt noch? Hier. Mann. Perfect. Now we can go straight to the lake. Ja. Es ist der Weg mit der Schellos-Statue. Ja. Alter. Sowas. Hast du dazu noch Worte, Pikachu? Let me instruct you on some detective tips. Ready? Ja. Detective tip number 12. Use those legs while investigating. There's no better way to gather information while getting a good workout at the same time. Ja, eine gute Info. Eine äußerst gute Info. Tja, und mit dieser Info machen wir uns jetzt auf zum See! Ja, endlich der See!